Jetzt mache ich was. Jetzt möchte ich etwas machen, das habe ich schon lange versprochen. Seit Wochen versuche ich hier verzweifelt, die neue Folge vom Podcast im Apparat zu zeigen. Aber irgendwie kam es dann irgendwie, kam immer irgendwas dazwischen, ja? Heute ist es soweit. Wir haben heute mit einem Podcast... Joko Winterscheid, ja, was willst du? So, was ist, genau, wir haben keine Zeit jetzt, was willst du? Was ist? Ich bin hier, um mit dir zu reden. Okay. Wir müssen ernsthaft mal reden. Und ja. Es hat auch genau da, weshalb ich da bin, hat es gerade schon angefangen, ne? Was, sag ich mal. Du hältst mir einen kleinen Finger hin, du schlägst mich, wenn ich mich hier hinsetze. Ja, bist du irgendwie bist verrückt geworden? Nee, ich. Ich bin der normalste Mensch der Welt geblieben. Der ganze Erfolg hat mich kein Stück verändert. Du bist tatsächlich ein richtig kleiner, fieser Mann, immer schon gewesen. Aber es ist noch viel schlimmer geworden. Wirklich, nein, es ist tatsächlich nur so halbwitzig. Du hast ein Verhalten an den Tag gelegt die letzten Wochen, was ich nicht mehr tolerieren möchte. Und deswegen bin ich heute hier. Intervention ist das Stichwort. Was ist das? Stress ohne Grund? Was machst du hier? Nein, gar nicht. Ich habe mir diesen Safe Place ausgesucht, weil ich wusste, hier wirst du nicht ausrasten. Du hast ein Problem mit deinem. Du bist so ein Hot-Temper. Du hast dann du rastest aus an Stellen, wo kein Mensch ausrastet. Ihr lacht alle. Ja, ja, das ist nicht witzig. Das geht nicht nur mir so, es geht vielen so. Klar, weiß man auch in Oldenburg immer Leute verhauen. Ich zeig jetzt ganz kurz den Ausschnitt, damit wir wissen, worüber wir jetzt hier alle reden müssen. Das ist der Ausschnitt letzte Woche. Joko und Klaas gegen ProSieben. Was macht ihr denn da? Willst du die denn tragen? Schau sie. Sind die hier an der Seite? Jetzt. Es gibt es echt. Ja, nimm sie doch. Ich hatte sie doch gerade. Ja, nimm sie doch nochmal, wenn du das so toll kannst. Oh, warum kippst du die aus, du Idiot? Ich hatte die doch. Na, da bleibt das Klatschen aber am Halse stecken. Oh. Wenn man das hatte so. Ich auch so nicht abgespeichert, ehrlich gesagt. Das war kurz vor Frauentausch, Andreas. Ja, aber mich fragt, also mich beschäftigt wahnsinnig, wie wir das hinkriegen sollen. Weil so mache ich nicht weiter. Ne, sagen wir ehrlich, letzte Woche ist, hast du mir, ist das jetzt Ellen DeGeneres oder wo bin ich hier gelandet? Nein, aber wir müssen darüber reden. Sei doch nicht so aggressiv schon wieder. Ich finde auch, dass du gerade schon wieder sehr aggressiv bist. Und ich kann Joko gut verstehen, dass er. Ich bin auch sehr mutig, dass er es hier mal anspricht. Jetzt, wo er weiß, wir können nicht schneiden. Danke. Richtiger Ort. Absolut richtig. Du merkst es wirklich. Ey, es ist wirklich. Ich mein's nur gut mit dir, weil die Leute merken das auch und sagen, ey, was ist denn mit dem los? Der ist komisch drauf und so. Und ich was will einfach. Jetzt? Ja, das frage ich dich. Ich bin nicht der Typ, der das Problem macht. Ja, dann weiß ich, dann. Man gibt ja auch viele andere, die dich auch als sehr aggressiv wahrnehmen, Klaas. Welche viele andere? Ist ja nicht denn? Nur jetzt Joko und ich, also. Ja, weil ich. Was ist denn das für ein Scheißtheater? Nein, es ist kein Scheißtheater, Klaas. Aber guck mal, genau das. Du fängst schon wieder an. Was ist das für ein Scheißtheater? Schon wieder so ein Scheißtheater. Andere würden sagen, das ist ja nett, dass du mir das sagst. Ich habe das gar nicht so empfunden oder so. Danke für deine Ehrlichkeit. Ja, ist ja keiner mehr ehrlich zu dir. Alle wollen ja was von dir. Ich bin der Einzige, der nichts mehr von dir will. Ja, was ist jetzt? Wohin führt ja, das wir jetzt können jetzt? Ja, dann Entschuldigung oder was? Soll ich mich jetzt entschuldigen? Gehst du dann wieder? Er merkt's nicht, ne? Er hat recht, ich meine Ruhe. Nein, gar nicht, auch das ist nicht die der Leute Fall. Die Leute wollen Big Bang Theory gucken, was ist... Nein, wir haben... Moment. Später hinter den Kulissen, eine halbe Stunde, wenn du willst, aber... Wir haben noch ein paar andere gefragt, was denn los ist so mit dir und die haben sich auch dazu geäußert und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Ob Klaas sehr aggressiv ist? Ja. Absolut. Ich wollte Klaas einfach mal kurz meine neuen Steppschuhe zeigen, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Und da hat er mich 10 Minuten lang angeschrien und mir dann noch ins Auge gepisst und dabei gelacht. Das Auge war's. Hier, da hat er reingepisst. Als ich neulich bei der Show war, da hat er mich schon in der Kabine umgegrätscht. Ich wollte mich umziehen, komm da rein und grätsch mich um. Der ist wahnsinnig, der Mann. Ich kann die Öffentlichkeit nur vor ihm warnen. Der ist nicht, mit dem stimmt irgendwas nicht. Also wenn ihr ihn seht auf der Straße, macht einen weiten Bogen um ihn.
Der ist unzurechnungsfähig, der Mann. Ich komme da nicht mehr. Ich habe Verletzungen hier unter meinem T-Shirt, so. Aber das ist noch krasser, das hat mit Messern zu tun, also die kann ich gar nicht, also das ist... So ein Asi. Mhm. Also kümmert euch mal um den, das ist gefährlich. Das war doch gerade eben, Leute. Naja, aber auch die sagen, guck mal, die gehen hier raus, die Leute denken, ist alles in Ordnung und nichts ist in Ordnung. Ja, okay. Letzte Woche erzählst du mir, du hast einen riesen Haufen Schulden, so. Ich glaube, wenn ich hier einen Stecker ziehe, ist uncut, ich kann sagen, was ich will. Komm, wir übertragen uns mal jetzt. Wir übertragen uns jetzt. Ist das die Lösung? Ja. Komm. Guck mal, der umarmt mich gar nicht richtig. Der umarmt mich nicht richtig. Und hinten hast du nur am Rücken geschlagen. Ist dir das unangenehm? Der hat mir hinten auf den Rücken geschlagen. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja. Hast du gesehen? Ist da irgendwo in weiter Ferne, irgendwo am Horizont, kommt da noch eine Pointe? Frage ich. Ich möchte einfach eine Sache, die ich jetzt hier vor allen anspreche, und ich möchte, dass wir das regeln. Ich will nächste Woche hier nicht nochmal auftauchen müssen, ja? Ich möchte die Erleichterung in deinem Gesicht. Sehr gut, wieder meine Sendung. Ich möchte einfach nächste Woche nicht nochmal auftauchen müssen. Ich würde mir wünschen, ja, morgen kommt noch eine Folge. Ja. Wenn du dann Ausraster hast, ja, schwöre ich dir. Ja. Okay. Haben wir ein Problem, wir beide. Alles klar, also morgen kommt, ich möchte Besserung geloben, morgen kommt eine Folge Joko und Klaas gegen ProSieben um 20.15 Uhr auf ProSieben. Da probiere ich mich so zu betragen, wie es sich gehört. Ich werde mich daran messen lassen an meiner Ausgeglichenheit und meiner PC-igkeit. Was mal sagen, wir haben noch mal zusammengefasst, was wir von dir wirklich nie wieder sehen wollen, Klaas. Vielleicht können wir uns das noch mal kurz anschauen. Dass wir aber wissen, nie wieder. Ja, dann mach doch deinen Scheiß! Gleich verlieren wir wahrscheinlich, weil du vergisst zu atmen oder so. So ein Arschloch hast du in der Produktion? Ich bin fassungslos über diese Doofheit, ne? Deswegen machen wir doch eine Sendung, weil man nichts dagegen tut. Weil man das alles rauslässt. In Gewalt. In Gewalt. There's memories that we had. There's memories that we cherish. I wish that we could go back to that time. Diesmal ist der Moment gekommen, wo ich dich zusammenschlage, wenn du zu frech wirst. Ja, okay, komm, ist gut, komm her. So, gut, ja. Alles in Ordnung. So, wir müssen jetzt, ist vorbei, ne? Ja, also, bleib hier, setz dich hier, komm. Ist in Ordnung, ich verstehe dich. Schlag mich nicht. Nein, meine ich. Ich verstehe dich, hier, guck mal, ein Glas Wasser schenke ich dir. So, Podcast zeigen wir nächste Woche, glaube ich. Ja. Podcast. Wer ist glaubwürdig? Also, das war's. Das war Late Night Berlin für diese Woche. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Joko, ich nehme das an.